wir sind ein Zusammenschluss von vielen Privatpersonen und Firmen, die sich das Ziel gesetzt haben, nicht tatenlos zuzuschauen, sondern zu helfen. Und wir liefern Hilfsmittel in die Ukraine, Lebensmittel, Verbandszeug, was dort an den Frontgebieten sehr wichtig ist, Schmerzmittel, Wolldecken, Babynahrung, Frauenhygiene, Windeln und ganz viele Konservendosen. Wir erleben eine sehr große Hilfsbereitschaft. Es betrifft viele Menschen, die sich persönlich angesprochen fühlen und helfen möchten und uns ansprechen, wie was wir benötigen. Und durch alle Bevölkerungsschichten hindurch betrifft das alle, weil alle sehen das Leid. Also hätte man auch wirklich nicht von Möglichkeiten, dass das wirklich so extrem ist, dass die Leute so hilfsbereit sind. Und das merkt man heute noch und das ist immer noch so. Und wir freuen uns echt drüber, dass die wirklich alle so hilfsbereit sind und auch täglich fragen, ob wir noch irgendwas brauchen und ob wir das wieder hinbringen. Ich bin bei AZF in der Ausbildung im dritten Lehrjahr und bin derzeit in der Marketingabteilung. Und Live Niesen kooperiert mit Holger bezüglich der humanitären Hilfe Nord. Wir stellen den Standort hier, wo quasi die Spenden angenommen werden können. Und da kam dann halt die Frage, Mensch, hast du nicht Lust? Und da habe ich direkt ja gesagt, weil ich bin einfach ein sehr hilfsbereiter Mensch, habe eine soziale Ader und ich freue mich, wenn ich irgendwie jeden Tag irgendwie meinen Teil dazu beitragen kann. Wir sind jetzt zweimal on Tour gewesen, einmal mit einem ganzen großen Tross an Transportern, mit Anhängern. Das waren insgesamt 12 Transporter, die vollgepackt sind, gewesen sind bis unters Dach. Und unser zweiter Transport war ein 40-Tonner, der auch komplett vollgepackt war. Und der nächste Transport ist wieder ein 40-Tonner, den wir jetzt kurz vor Ostern starten möchten.